gleichgeschlechtliche Beziehung. Und die haben ganz normal Brutverhalten gezeigt, hatten aber kein Ei, sondern haben eben Ersatzstoffe genommen, zum Beispiel sich einen Stein runtergelegt, um eben diesen Brutpflegetrieb auch zu befriedigen. Kommt relativ häufig bei Pinguinen vor, wenn die eben in Zoos leben, aber selbst in der Natur kommt dieser Effekt vor, wenn die keinen geeigneten Geschlechtspartner finden. Sollte befruchtet sein, dann schlüpft natürlich ein Küken. Und so wie die sich momentan verhalten, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie dieses Jungtier dann auch erfolgreich großziehen werden.